Vielen Dank, Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren. Der vorliegende Gebietsänderungsantrag ist eine notwendige Einzelfallentscheidung. Die Einzelfallentscheidung wurde sehr breit diskutiert, der Sachverhalt ermittelt und sorgfältig auch abgewogen. Die Einzelfallentscheidung ist verhältnismäßig und ist vor Ort zur Sicherung des Allgemeinwohls notwendig und angezeigt. Die Auflösung des Amtes Oder-Welse geht nicht vom Landtag aus. Das ist ganz wichtig, das möchte ich zu Beginn der Debatte noch einmal betonen. Die Auflösung ist Beschlusslage aller vier noch verbliebenen Gemeinden im Amt Oder-Welse. Warum jetzt also ein Gesetz? Zum einen, der schon über ein Jahr währende Auflösungsprozess im Amt Oder-Welse hat personell in der Amtsverwaltung dermaßen massive und akute Spuren hinterlassen, dass es jetzt ohne Neugliederung schlicht die Arbeitsfähigkeit nicht mehr gewährleisten kann. Zum anderen warten die Gemeinden Passow, Bergholz-Meinburg und Landin inzwischen mehr als ein Jahr lang auf die gewollte und ausverhandelte Eingemeindung nach Schwedt. Über 3.600 Bürgerinnen und Bürger. Allein in der kleinsten der vier Gemeinden, dem Dorf Pinnow mit 880 Einwohnern, ist die Entscheidung, wohin es künftig geht, im Moment nicht absehbar, sie fehlt. Deshalb unser Ansatz: Pinnow bleibt selbstständig und wird von Schwedt mitverwaltet. Für Pinnow mit 888 Einwohnern und Bürgern ist die weitere Selbstständigkeit per Mitverwaltung also eine Brücke auch bis zur endgültigen Orientierung. Ich hoffe, dass die Pinnower Bürgerinnen und Bürger bei der entscheidenden Orientierung mitgenommen werden und per Bürgerentscheid auch das letzte Wort erhalten. Eine Mitverwaltung durch Angermünde haben die Bürgerinnen und Bürger übrigens durch einen kassatorischen Bürgerentscheid, ein Instrument, das wir in der Kommunalverfassung fest verankert haben, abgelehnt. Das ist zu respektieren vor Ort in Pinnow und natürlich hier auch im Parlament durch den Landtag. In der Sachverhaltsermittlung, meine Damen und Herren, und Abwägung zum Gesetz ist darüber hinaus die Raum- und Siedlungsstruktur, die zentralörtliche Gliederung und der Infra- und Verwaltungsstruktur eingeflossen. Neu ist, das möchte ich noch abschließend betonen, dass mit der Amtsauflösung nunmehr alle vier Gemeinden den Zugang für Fusionsprämien und auch für Teilentschuldung erhalten werden. Das Amt Oder-Welse wird mit Datum des 19. April aufgelöst. Ich danke allen für die umfangreiche Beratung im vor allen Dingen Innenausschuss. Ich danke den Bürgerinnen und Bürgern für 175 Stellungnahmen zu diesem Neugliederungsgesetz. Die Zustimmung zum Neugliederungsgesetz lag übrigens bei den Bürgerinnen und Bürgern bei 96%. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte Sie ganz herzlich, dem Gesetzentwurf im Nachgang zuzustimmen. Vielen Dank.